So, willkommen zu einer weiteren Folge. Wir nähern uns wirklich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Und mir fiel gerade so ein, ich brauche ja gar nicht diese Steintreppen. Ich wollte ja immer was anderes benutzen. Und da müssten wir uns eigentlich auch langsam mal auf dem Weg hinbegeben, damit wir das wenigstens noch machen in dieser Session. Ach du Scheiße. Jetzt frage ich mich natürlich, warum? Seid ihr nicht hell genug? So, 60 Steine soll es sein. Verdammt. Das Problem ist, wenn hier ein Skelett spawnt, kann hier auch ein Creeper spawnen. Alles andere ist mir eigentlich relativ schnurz. So, theoretisch könnten wir auch gleich. Das fertig machen. Dann haben wir es nämlich. Die Decke zumindest. So, okay. Ein bisschen was ablegen müssten wir auf jeden Fall. Den Stein brauchen wir jetzt nicht. Die Dinger auch nicht. Nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Schere. Wo haben wir jetzt das restliche Eisen? Reicht das aus? Ich glaube, das reicht tatsächlich aus. Oh, wir kriegen drei dafür. Nice, genau über den Holztüren. Klack, klack. Sieht zwar in dem Texture Pack ein bisschen doof aus, aber nun gut. Und wir müssten uns später da mal ein paar Öffner für machen. Nein, das will ich doch gar nicht. Das wollte ich. Kohle, 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 Kohle. Wisst ihr was? Machen wir erstmal daraus wieder Fackeln. So. Und dann begeben wir uns auf den Weg.
Wir sind jetzt mal mutig und drin bei Nacht jetzt einfach mal. Ach du Scheiße. Drei Creeper, ein Enderman, Spinne. Ich glaube, ich gehe hier schlafen. Das ist mir jetzt doch zu heiß. Ich muss zugeben, ich bin mit den Weizenfeldern jetzt doch noch nicht ganz zufrieden. Da müssten wir irgendwann mal doch weiterarbeiten. Besonders, weil ich eigentlich vom Schloss aus nur alles in Gelb haben möchte. Leck die Spinne. Verdammt! Das dürfte doch aber jetzt weit genug weg sein von der Spinne, oder nicht? Ach, geht doch. Könnte eigentlich hier auch ein bisschen Erde mitnehmen. Erstmal drei Stacks. Verwiesel dich erstmal. Gut. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen bekloppt, dass die Spinnen und Creeper nicht verbrennen. Wo waren das jetzt? Ach, am Wasser. Da auch. Sag mal. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, dass die nicht verbrennen, aber dafür sonst auch überhaupt nicht am Tage spawnen. Ich meine, bei Creepern wäre das echt scheiße, aber vom Jörs können die Spinnen tagsüber hier auch rumspawnen. So, gucken wir mal. Sind eigentlich alle relativ gut gewachsen, bis auf der eine hier. Und der, das ist auch zu tief. Die anderen sind alle schön hoch. Oder gar nicht gewachsen. So, wir sind am Ziel. Ich brauche sehr, sehr viel rote Wolle. Denn aus roter Wolle sollen die Dächer von unserem Schloss bestehen. So. Ein Durchgang, wie viel haben wir jetzt? 62. Bringt fast ein Stack, okay. Haben wir Weizen dabei? Ne, shit, dann hätten wir das eben schon mal wieder machen können. Hier ist alles sauber. Hier müssten wir mal rein. Das sieht doch doof aus. Brauche ich noch weiße Wolle? Für Betten, klar. Nehmen wir was mit. Wie sieht's hier aus? Alles IO, ja. Da drinnen alles sauber. Sauber. Sauber, sauber, das machen wir zu. Hier ist nicht alles sauber. Scheinbar ist hier der nächste Baum gewachsen.
Da ist auch nicht sauber. Also, später brauchen wir nämlich diese Flächen, falls wir wirklich sehr viel Wolle brauchen, damit die alles abgrasen können. Ach, du kommst hier nicht raus. Vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen Weizen holen, damit wir ein paar Schafe hier noch vermehren. Das machen wir auch. Nicht nur die roten, sondern generell alle. Das reicht ja lange nicht hin hier, das bisschen Wolle. Da würde ich jetzt auch erstmal die von den Kühen mitnehmen. Dann brauchen wir nicht extra wieder was abernten. Oh, Pfeil und Knochen. Sehr schön. Eigentlich kann man Gras, okay, geht also doch. Gras, brauchen wir irgendwas hier? Knochen, Pfeile. Den Eimer nehmen wir mal mit. Oh yeah. Das ist mal cool. Ich glaube, ich nehme doch noch mal Eimer mit hier. Eieiei, 500 Folgen jetzt bald in diesem Gebiet. Überall praktisch noch Baustellen, aber letztendlich haben wir doch schon viel geschafft. Wie viele Stunden sind das eigentlich? Sagen wir mal 15 Minuten. Macht 4 Folgen. Eine Stunde. 100 Stunden. 125 Stunden werden das dann, alter Falter. So, Schafis. Hallo. Na, lass mich doch mal durch. Erstmal hole ich mir wieder ein bisschen Rot. Jetzt dürfte er kommen. So, Orange, ihr seid die Nächsten. Ha ha ha.
Also, hier müssten wir theoretisch auch einmal rumgraben. Stimmt, hier fehlt ja noch überhaupt ein Zugang. Bloß, dass jetzt ein anderes Blau geworden, dann kotze ich ja ab, ey. Ah ne, hier, sehr schön. Könnt ihr das Kleine mal hier rauslassen, bitte? So, Folgenpause, Spitze bedanke mich. Bis dann.